Wir sollen hier durch Ausmultiplizieren diesen Ausdruck vereinfachen. Worauf müssen wir achten beim Ausmultiplizieren? Und zwar immer da, wo ein Mal dazwischen steht, dann gehört das zusammen. Also das heißt, die 2 und diese Klammer gehört sozusagen zusammen und das Minus und diese Klammer gehört zusammen. Warum das Minus? Denn hier steht im Prinzip minus 1 mal, können wir schreiben. Und jetzt, wenn wir ausmultiplizieren, das bedeutet nichts anderes, als dass wir die 2 einmal mit dem x multiplizieren und einmal mit der 1. Das heißt, wir halten hier 2x plus 2 mal 1, das wäre die 2. Genau das gleiche Spiel mit der zweiten Klammer. Jetzt nehmen wir das Minus und multiplizieren das Minus mit der 3x und einmal mit minus 5. Dann halten wir minus mal 3x, das ergibt minus 3x und minus mal minus 5, das ergibt plus 5. Und jetzt können wir noch zusammenrechnen, und zwar die 2x mit dem minus 3x. Dann erhalten wir hier minus x und die 2 mit der plus 5 und das wäre plus 7.